Servus und hallo Grill- und Kochfreundinnen und Freunde, hier ist wieder eure Anja vom YouTube-Kanal Die Frau am Grill. Kennt ihr das auch? Ihr schaut in der Wohnung herum und ihr merkt, es ist Frühling, es ist ja nicht besonders sauber und man könnte vielleicht einmal wieder, es ist einmal wieder an der Zeit für einen Frühlingsputz, ob es braucht oder nicht. Kennt ihr das sicher? Und genauso ist es beim Grill. Da muss man auch ab und zu ran. Ich muss zugeben, über den Winter bei Minusgraden, da habe ich ihn jetzt ein bisschen vernachlässigt. Ich habe natürlich das gemacht, was seine Funktion erhält, damit ich noch möglichst lange Freude an ihm habe. Und jetzt ist Frühlingszeit und ja, die Tage werden wärmer und dann ist jetzt einfach einmal wieder eine Großreinigung angesagt. Heute soll es aber nicht um die Reinigung des ganzen Grills gehen, sondern nur um einen Teil davon und der ist ziemlich wichtig. Den schauen wir uns jetzt einmal an. Ich habe hier schon alles zur Seite gelegt, den Grillrost entfernt und hier seht ihr jetzt diese genannten Flavorized Bars oder auch Aromaschienen genannt. Genau. Und diese, seht euch die mal an, also die haben jetzt, ja die sind schon, sage ich mal, 2-3 Jahre alt, ja, kann man das so sagen, und da ist es dann auch an der Zeit, dass man die mal auswechselt. Und jetzt fragt man sich, wenn man das Wort Aromaschienen hört, ja, kommt da ein Aroma von denen weg? Haben die ein so besonderes Material? Nein, haben sie nicht. Die sind emailliert und schützen die Brenner, ja, die ihr hier gesehen habt natürlich, vor Fett, das runtertropft beim Grillen, oder vor Fleischsäften. Dann würde ja alles ja, in Flammen aufgehen und deswegen befinden sich diese Aromaschienen drauf. Und sie werden aber trotzdem ihren Namen Aromaschienen gerecht, weil sie, wenn das Öl da drauf tropft, das Ganze oder diese Fleischsäfte dann verdampfen lassen und dann natürlich auch wieder den Geschmack ans Grillgut abgeben. Deswegen Aromaschienen. Und die, ja, die kann man jetzt auch nicht mehr sonderlich reinigen. Die haben ihren Dienst getan, würde ich sagen. Und man sagt, nach 2 bis 3 Jahren sollte man sie eh austauschen. Das ist einfach so, das sieht auch nicht mehr appetitlich aus, finde ich. Und wenn ich jetzt meinen Frühjahrsputz mache, dann möchte ich diese natürlich auch austauschen. Und deswegen habe ich ein Paket von der Firma Grillrost erhalten. Das werden wir gemeinsam auspacken. Und da befinden sich eben diese Aromaschienen drin. Und die werden wir uns genauer anschauen und dann hier einbauen und schauen, wie die passen. Und da sind sie nun drin, die tollen Aromaschienen von der Firma grillrost.com. Und jetzt hole ich hier gleich mal eine raus. Wow, ja, die sieht natürlich toll aus im Vergleich zu meinen. Hier mit Logo, sehr schön. Ja, die sehen richtig appetitlich aus. Jetzt werde ich sie gleich einmal hier einsetzen. Also das ist ein tolles Material, dieses Edelstahl, einmal zum Vergleich hier. Genau. Also es sind da wesentlich schwerer, muss ich sagen, als die Originalen hier. Also schon massiv. Ich setze sie mal hinein. Genau, und solche Aromaschienen, die dienen natürlich auch dazu, dass sie diese Brenner da unten schützen. Ja, das ist ja klar, sonst würde das ja immer verstopfen. Also der braucht es wirklich, das sieht ja aus da drin. Da muss ich gleich mal ran und den reinigen. Und dann werde ich diese tollen, ja, Aromaschienen gleich hineinbauen und freue mich wieder noch mehr. Ja, das Grillen macht noch mehr Spaß, finde ich, wenn alles wieder schön sauber und gepflegt ist. Und jetzt fragt ihr euch natürlich, wie man diese Aromaschienen reinigen kann. Da es sich hierbei um Edelstahl handelt, kann man die natürlich wie die Plansche auch reinigen. Dazu verlinke ich euch ein Video. Da legt man die einfach in Wasser ein, lässt sie ein bisschen einweichen und man kann sie sogar in die Spülmaschine geben. Also das kann man dann ab und zu machen. Das finde ich ganz toll. Das werde ich dann auch tun. Und ich rate euch auch noch, sie mit einem speziellen Edelstahlmittel natürlich zu reinigen. Das kann man auch machen. Achtet einfach darauf, dass ihr auch Materialien verwendet, die geeignet sind, um Edelstahl zu reinigen. Also den Tipp gebe ich euch. Schön, sehr schön. Und jetzt habe ich hier ja noch etwas in diesem Paket entdeckt. Ja, ich bin gespannt, was mir hier die Firma Grillrost noch geschickt hat. Wahrscheinlich hat die Firma Grillrost gesehen, mein Gott, hat die Frau am Grill einen dreckigen Grill. Da muss man was machen. Moment, das ist ja spannend hier.
So, jetzt, was haben wir? Ui, einen Warmhalterost mit schönen Verzierungen. Ja, Wahnsinn. Ja, super. Moment, den muss ich jetzt gleich mal draufsetzen. Ich hatte bisher den Warmhalterost gar nicht so im Einsatz, muss ich gestehen. Jetzt werde ich den mal hier draufsetzen. Tada! Ja, Wahnsinn. Sehr schön. Das sieht ja super aus. Da kann ich dann das Gemüse warm halten für einen Kameramann, während mein T-Bone Steak noch etwas länger braucht. Was für eine tolle Idee. Sehr schön. Das gefällt mir sehr gut. Vielen Dank. Und ich hoffe, dieses Unboxing hat euch gefallen. Ihr konntet was damit anfangen. Ja, ein bisschen was über diese Aromaschienen zu erfahren. Findet das interessant. Und wenn das so war, dann zeigt mir das mit einem Daumen nach oben. Dann kann ich sowas vielleicht öfter machen, wenn euch das Spaß macht. Und jetzt würde ich mich freuen, wenn ihr auch noch meinen Kanal abonniert. Ich blende euch was dafür ein. Aktiviert die Glocke, dann bleiben wir regelmäßig in Verbindung. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Sage bis zum nächsten Mal, eure Frau am Grill.